einer der häufigen Sportvereine, die es im Oberwallis gibt. Und zwar egal, aus welcher Sportart das kommt, ist der EAC Saastal sicher einer der spezielleren. Und er ist auch einer der erfolgreicheren, weil er hat es nämlich dieses Jahr geschafft, sein 30-jähriges Jubiläum zu feiern von seiner Zugehörigkeit zur ersten Liga. Der EAC Saastal wird heute also ein Thema sein am neuen WB-Stammtisch. Dazu auch herzlich willkommen. Und herzlich willkommen euch beiden Gäste. Zum einen die Präsidentin, die Barbara Antomatten, und zum anderen der Trainer und Sportchef, der Martin Zerzuben. Der EAC Saastal wird, wie übrigens auch der HC Siders, Ende September in eine neue Erstligasaison starten. Die erste Frage geht an die Präsidentin. Ihr habt Mitte Juli zu Asgrund ein 4 gehabt, die 30 Jahre Zugehörigkeit vom EAC in der Erstliga. Es sind viele ehemalige Tage, man hat viele Anekdoten gehört, lustige Geschichten von früher. Was ist auch geblieben von diesem Tag? Ja, eigentlich geblieben ist mir eigentlich noch recht viel, vor allem schon in der Vorbereitung, wenn ich die ganzen Artikel, die ich gefunden habe, gesehen, was da abgeht, was abgegangen ist in diesen Jahren. Das war lustig. Durch das habe ich natürlich auch wieder die Leute gesehen, die da vor Ort da sind. Und das hat einen Hindernis gegeben und hat auch wieder neue Beziehungen geschafft von diesen Leuten, die ich eigentlich damals, die in der ersten Dosis nicht einmal kennt habe. Und jetzt durch das kennengelernt, ich habe das ganz spannend gefunden. Es war wirklich ein super Anlass für uns. 30 Jahre in der Erstliga dabei sein für einen kleinen Club wie der EAC Saastal, wo man weiss, der muss jedes Jahr kämpfen um das Geld, um das sportliche Überleben. Man weiss, er sollte eigentlich ja nicht absteigen, weil das könnte gravierende Konsequenzen haben. Nur sehr lange Präsidentin sind wir ja noch nicht, aber könnt ihr ab und zu glauben, dass der Verein, wo ja ihr aber schon viel länger sehr nahe seid, wirklich geschafft hat, 30 Jahre da drin zu sein? Ich glaube, das ist fast sensationell. Ich glaube, obwohl der einmalig in der Schweiz, wenn man dem nachstudiert hat, was in diesen 30 Jahren abgegangen ist, aber genau in diesen Rückblicken, die ich hier gesehen habe, die ich dort miterlebt habe, die ich in diesen 30 Jahren durch die ganzen Artikel, durch mit diesen Leuten, die ich zusammen bin, gesehen habe. Also, da müssen wir alle zusammen, die hier mitgeschafft haben, die das gemacht haben, also wirklich fast der Hut sein. Also, das ist und es ist ja heute nicht selbstverständlich, dass wir es mega gemacht haben. Also. Mit Elle haben wir jetzt 20 bis 30 Jahre zurückgeschaut. Mit dem Trainer Martin Zerzuben schauen wir auf ein Jahr zurück. Das reicht. Ihr habt letztes Jahr eine sehr gute Qualifikation gespielt, eine gute Masterrunde gespielt und sind nachher in einem Playoff-Viertelfinale gegen Düdingen ausgeschieden. Allerdings nach hartem Kampf, das kann man sagen. Wie seht ihr als Trainer die Saison einschätzen von mir zu Saastal? Ist die sehr gut gewesen? Ist die gut gewesen? Oder ist die ordentlich gewesen? Also, als Trainer will man natürlich immer ein bisschen mehr, aber ich glaube, es war eine sehr gute Saison gewesen. Ich glaube, wir hatten unser erstes Ziel gehabt, also das erste Mal in der Clubgeschichte in der Obermasterrunde gewesen. Das haben wir geschafft. Nachher kommt ein bisschen so, wenn man so ein hohes Ziel erreicht, ist es ein bisschen blusig. Ja, wir haben das erreicht und jetzt schauen wir mal und jetzt ist alles gut. Und dann haben wir in der Masterrunde zwei, drei Matches gebraucht, wo wir einfach wieder ein bisschen an das haben müssen finden, dass wir unser Niveau wieder haben müssen finden. Und das hat uns nachher ein bisschen vielleicht in den Playoff ein bisschen gefehlt, der Druck und alles zusammen. Wobei, dass wir gegen den Playoff, gegen Düdingen gekommen ist, die extrem diszipliniert gespielt haben. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die seit 6 Jahren fast die gleiche Mannschaft zusammen war. Und wir haben halt sehr viele erfahrene Spieler, aber auch sehr viele junge Spieler. Und die haben sehr viele grosse Lehren daraus können machen, aus der Saison, die wir letztes Jahr hatten. Und ich glaube, das war wichtig. Und das hat uns letztes Jahr ein bisschen gefehlt, die Kaltblütigkeit, wie es Düdingen hat, wo einfach im entscheidenden Moment einfach wirklich gar keine Fehler mehr gemacht hat. Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass wir an dem her können profitieren und auf das in frische Saison können mitnehmen, den Sprung, den wir da haben können machen, mit diesen Matchen, wo wir extrem viel können profitieren. Mit diesen, sagen wir jetzt mal, mit diesen Urteilen, die ich jetzt gemacht habe, sehr gut auf der Skala, sehr gut, gut, ordentlich, auf einem hohen Niveau hat ja der EAC Saastal, kann man sagen, immer, je länger das Saison gegangen ist, ein bisschen abgebaut, eben vom sehr gut zum gut, nachher ist es ausscheiden gekommen. Spüre ich da vielleicht uns an, dass er irgendwann als Trainer hat mit einem Sättigungsgefühl von den Spielern müssen abkämpfen?
Also Sättigungsgefühl würde ich nicht unbedingt sagen, aber wir haben effektiv, muss man so sehen, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt in die Obermassenrunde rein. Das heisst, wir haben in der Garderobe zum Beispiel Balken, wo wir Pink gezählt haben, wie viel Pink brauchen wir noch, dass wir endlich einmal da drin sind, das erste Mal in der Clubgeschichte. Und da kommt das erreichen und dann sagt man, irgendwie, das ist irgendwie normal. Oder das erlebt jeder im Leben, dass du irgendwann sagst, oh, das haben wir erreicht. Und das war das erste Mal, wo die Mannschaft einmal so etwas erreicht hat. Oder? Wo vorher haben wir immer gesagt, ja, Klassenerhalt, das ist gut und super und hier und da. Und jetzt haben wir plötzlich ein neues hohes Ziel und erreicht das. Und dass das gewisse, also eine leere Phase hinten nachkommt, das ist irgendwie so ein bisschen normal. Also ein kleiner Spannungsabfall. Ja, das ist ganz normal. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was die Mannschaft hat müssen lernen. Ich glaube, was wichtiger ist, du hast gesagt, ich gehe ein Jahr zurück, ich gehe jetzt zwei, drei Jahre zurück. Wir haben jedes Jahr einen Schritt weiter vorgemacht. Und ich glaube, das ist ein Progress, den die Mannschaft letztes Jahr machen musste, den die Mannschaft lernen musste, dass wir das in der Zukunft positiv umsetzen kann. Der EAC Saastal, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, hat auch ein bisschen eine besondere personelle Konstellation. Zwei Drittel von der personellen Konstellation, die hocken hier, ein Drittel nicht. Und wir sind euch schon voll im Thema von der Mannschaft. Wir haben zum einen, da komme ich jetzt auch zurück, Barbara Amthamatten, wir haben ihr als Präsidentin seid gleich Mütter von der Stammgoalin. Wenn ihr jetzt gegen Match schauen von der Mannschaft, natürlich in der Meisterschaft, ist das für euch dann als Mama ein anderes Zuschauen, als wenn es ein anderer Goalie wäre? Nein, ich glaube, sicher ein kleines bisschen denke ich alleine, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe nur unter Butch gespielt und ich glaube, die ganzen, die auf dem Eisfeld sind, sind eigentlich wie eine grosse Familie für mich. Und das ist ja nicht das erste Mal, wo die so zusammen spielen und so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer sagt, das ist ein Team, das für Eisbahn ist. Und in diesem Moment tue ich mich auch, ich bin ganz stolz und ich bin an jedem Match dabei. Und ich bin nicht erst jetzt jedem Match dabei. Und ich glaube, wenn man das miterlebt, was die da für Leistungen bringen und was wir auch für Ziele jetzt aber können machen, dass wir wirklich aber 19 Oberwalliser in der Mannschaft haben, das macht mich eigentlich am meisten stolz. Und das ist sicher auch jetzt das, was wir immer probiert haben zu erreichen. Und ich finde es schön, wenn aber jetzt genau die Spieler in Soos kommen und spielen. Und das ist eigentlich die andere Konstellation, die ist jetzt schon länger gegeben, ist die für mich nicht mehr so. Ja. Das ist so ein bisschen, was ich sage, die wichtigste Reihe, dass man das einmal sieht, was wir hier fertig gebrungen haben. Und aber sicher auch der Martin jetzt so das. Ja. Die zweite Konstellation, ihr habt jetzt vernommen, in das Spiel gebrungen, ist, dass auch ein Trainer und Sportchef ist der Freund von eurer Tochter. Und mit dem Trainer und mit dem Sportchef müsst ihr vor der Saison, müsst ihr während der Saison immer wieder euch zusammenhocken, für Kader diskutieren, vielleicht kommt ihr ein paar Mal betteln für mehr Geld, also ein Spieler könnte noch mehr bekommen oder so. Jetzt auch ein Draht, eben die Präsidentin zum Trainer und Sportchef mit dem Hintergrund Freund von der Tochter. Ist das eine andere Beziehung als, sagen wir mal, mit einer normalen Arbeitsbeziehung zu einem fremden, externen Trainer? Also ich glaube, wenn wir diskutieren, wo wir eigentlich kommen, fast gar nicht mehr. Also es ist schon extrem, wie wir das, solche Sachen, wie du gefragt hast, uns diskutieren. Wobei ich immer mich sage, die Mannschaft mische ich mich wirklich nicht drin. Das probiere ich möglichst zu distanzieren, das ist sein Job. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Gespräche immer und eure Härte, das habe ich hier schon mal gesagt. Ich glaube, in Spädi läuft die Menge mal ein ab dem Tisch. Ja. Weil das sind effektiv, ja, man tut ja offen diskutieren dadurch das. Und ich finde das auch wichtig, das ist effektiv der, was wir beide untereinander als für das Team und für die Mannschaft und für den EA das Beste probieren, zu draussen zu holen. Und da spielt eigentlich der Moment Familie keine Rolle, außer dass wir selber am Küchentisch machen. Ja. Ist der Trainer und Sportchef in Personalunion, wenn man weiss, die Präsidentin ist eben die Mama von der Freundin und der Goalie, ist das eine Rolle, die ihr gerne spielen würdet? Seid ihr lästig in der Rolle? Seid ihr hartnäckig in der Rolle? Also, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich glaube, es hat gewisse Vorteile. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Sofi nehme, ich glaube,
Schießgoalie, ich bin Goalie. Wir haben sehr viele Diskussionen, die wir halt können führen können, die ich glaube, wo ihr euch sehr viel helfen, die ihr weiterbringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht immer einfach. Oder? Alle schauen immer, ja, was machen jetzt die zwei? Oder? Wenn sie mal schlecht spielt, heisst es sofort, hat sie mehr Druck. Ja, sie spielt ja sowieso nur, er ist Trainer, oder? Und Mütter ist eine Präsidentin und weiss nicht was alles. Ich glaube, das ist nicht immer so einfach. Also ich glaube, das ist ein Hüffelmann fast noch schwieriger, mhm, oder? Das einfach auseinander zu haben. Und ich glaube, in der Diskussion, die wir haben, ich glaube, die sind wirklich härter. Also, klar. Ich komme vielleicht einmal und sage, kennt ihr die Mannschaft noch hier, noch das etwas, hast du noch etwas? Das geht vielleicht sehr einfacher, aber wenn man eine Herzdiskussion hat, und da bin ich effektiv, das versuchen wir zu trennen, jetzt bin ich der EK-Chef, oder? Und mein Ziel ist ja, so viel wie möglich Geld zu bekommen, dass ich eine gute Mannschaft machen kann, dass ich ein Team-Event machen kann, dass ich eine neue Libine bekomme und, dass ich neue Garderobe-Teilsachen machen kann. Und sie, ihr Ziel ist, dass ich so wenig wie möglich bekomme und damit das Maximum rausholen kann. Und das Schwierige für mich der Hüffelmann ist, ja, ich darf nicht einfach wegsäckeln, dann habe ich nichts Nacht, oder? Also, nein, ja, das ist jetzt Spass, aber ich meine, das ist so ein bisschen eine Sache, wo die Tristen halt ein Hüffelmann. Und was ein Hüffelmann schwieriger ist, du kommst von einem Training und du hast irgendwie Gedanken, die extrem viel, wo die vielleicht Kraft gebraucht haben, wo vielleicht nicht gerade alles läuft, du bist irgendwie in den Gedanken und dann kommst du ja an den Küchentisch und es wird wieder Hockey diskutiert und wieder Hockey diskutiert. Man kommt und nicht weg. Und du kommst nicht weg und irgendwann bist du da und sagst, Gott, vertell, jetzt habe ich es bis hier oben an, oder? Und dann suchst du irgendwo einen Ausflug. Und das ist das, was sie dann noch ein bisschen, was einfach wirklich nicht einfach macht, die Grenze zu finden, dass einfach sagen, okay, der Küchentisch ist da, da reden wir über Gott, die Welt und sonst etwas und wir einfach mal das Hockey weg. Und das klingt nicht gerade immer und das macht es sie dann schwierig, ja. Mhm. Jetzt hätte er eigentlich noch sagen, Gott und die Welt und das gute Essen. Ja, Beispiel, oder? Das ist, ja, das ist immer gut. wenn wir vor uns schauen, ab Ende Saison geht es los, Martin Zerzuben, ohne jetzt auf die einzelnen Namen einzugehen, mhm, im Kader, aber die Qualität des Kader. Besser, gehalten oder schlechter fahren? Also ich bin überzeugt besser. Ja. Also, unsere Jungen sind ein Jahr älter geworden, sehr viele Erfahrungen letztes Jahr können sammeln. Zusätzlich haben wir, okay, wir haben ein paar Spieler verloren, das gehört dazu, aber wir haben sehr wenige Spieler verloren. Und die Spieler, die zu uns gekommen sind, das sind wirklich Spieler, die uns vorwärts bringen. Also wir haben eine enorme Breite dieses Jahr, vor allem vorne. Ich meine, im Saas hat es wahrscheinlich nie gegeben, dass wir können sagen, wie, wenn alle da sind, wir haben zwei Leute zu viel, die müssen auf die Tribüne. Und nicht nur Breite, sondern eine Qualität extrem. Also wir haben, das sieht man, wir haben drei Linien, dreieinhalb, sogar fast vier Linien offensiv. Da kann jeder die Differenz machen. Hinten sind wir genau gleich geblieben. Also ja, ich glaube, mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, das ist sicher von den letzten Jahren die stärkste Mannschaft, die wir vom EHC Saastal an Bord haben. Und da bin ich wirklich froh, dass wir etwas erreichen konnten. Und sicher auch, dass wir finanzielle Mittel ein bisschen mehr bekommen haben, dass wir die Breite haben können und dass wir die Spieler holen für vorwärts. Dann haben wir auch von der Sportredaktion von Walliser Bote natürlich beim Wort. Wenn das eben das stärkste Kader ist von mir als Saastal, wenn wir über die Vorbereitung reden, die hat sich ja für auch und für die Mannschaft ja insofern verändert, dass ja jetzt mit der IG Arena zu Brieg habt ihr eine neue Trainingsmöglichkeit bekommen. Also nicht mehr auf Leikerbad oder auf Kandersteg wie euch schon. Was ist jetzt anders dadurch in der ganzen Vorbereitung? Also die ganze Vorbereitung ist natürlich für uns massiv einfacher geworden. Wir haben geregelte Zeiten, wir haben in Niger Arena hier haben wir wirklich sehr gute Zeiten bekommen. Das Team dort ist extrem gut. Alle die Wünsche werden fast ab den Lippen abgelesen. Oder? Mhm. Wir haben einen Garderobe, wo wir immer sein können. Und es ist natürlich extrem kraftschonender. Wir haben Spieler, die gehen morgen um 5,5 bis 6 Stunden auf, die arbeiten 10 Stunden vom Bau oder 8,5 oder wie auch immer, weil fast alle was arbeiten. Vorher hat man nachher noch auf Leikerbad müssen im Brief fahren, von Telle Nitsche da wieder im Brief und zusammengekehrt oder hat auf Kanderstedt müssen oder hat Fischbirgen am Abend 10 trainiert, wo man vorher schon 3 Stunden vom Kurs ist umgekehrt. Da ist wahrscheinlich die Motivation auch nicht mehr so groß, für noch in ein Training zu gehen. Ja. Und hier haben wir einfach das geregelt. Oder? Und die Spieler, man merkt das auch, sie kommen mit Freude, sie kommen entspannt, sie sind fokussiert auf die Trainings. Und das ist für uns eine riesige Qualitätssteigerung, die wir auch hier machen können. Ich glaube, das ist auch so ein Puzzleteil, wo wir einfach besser geworden sind, was einfacher macht und wann es in Zukunft sicher sehr viel wird helfen.
Der Martin Zerzow hat vor, das Wort Geld gebraucht. Dann, Barbara und Watten, kommt dir natürlich das Wort Budget zu. Wie gross ist für euch der Kampf in dem kleinen SaaS-Grund, im kleinen SaaS-Tal oder generell im kleinen Oberwallis, ein Budget auf die Beine zu stellen, damit dass der Club der Mannschaft gute Bedingungen kann bieten kann? Also es ist klar, ich muss schon sagen, mir ist das ganz Oberwallisens, also ich habe da flotte Sponsoren, kann man sich wirklich sagen, und ich schätze euch, dass ich überall, wenn ich anklopfe, von euch kann sagen, mal wenigstens loset ihr es mir oder anloset ihr es mir. Und ist das der Freude-Bonus? Also ja, also ich muss sagen, sie sagen zu sehen. Sie sind ja eine Hartnäckige. Nein, aber jetzt, ich muss wirklich sagen, also die Unterstützung, die ich im Oberwallis habe, das ist sensationell. Also eigentlich, mir ist klar, im Soße alleinig längst nicht. Das muss man offen ehrlich sagen. Wir haben zwar mit der Gemeinde und aber nicht den Sponsoren, aber hey, ihnen ein sehr guter Sponsor, aber das reicht wirklich nicht. Ich habe Zuber, weil ich so wirklich... Wenn ich auch spüre, was hinter dem EAC steht, und das macht es mir auch viel einfacher, weil wir ja daneben gleich EAC Fisch beim Grossen, wo viel Geld wegnimmt, das ist doch auch der Kleine, ist ihm so, so recht unterstützen. Und ich glaube, es hat aber wirklich mit dem zu tun, dass wir jetzt einfach Oberwalliser Spieler wieder haben. Wo es Namen kennen, wir merken, es hat nicht Zuschauerzahl, das war ja selber auch. Und ich glaube, das macht sehr viel aus mit uns. Ein anderes wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem EAC Saastal sind ja nicht nur die Gelder jedes Jahr, sondern auch ein möglicher Neubau von einer Hockeyhalle in Saasgrund, wenn es dann mal so weit wäre. Heute weiss man eigentlich der Standpunkt, dass wenn es der Club mal sollte treffen mit Absteigen, dann kann man eigentlich eine Rückkehr in die erste Liga ohne Halle, ohne Dach, kann man ja vergessen. Und man weiss euch, im Wichel zu spielen heute ist ein kleiner Heimvorteil für Saastal. Nicht alle Gegner spielen gleich gerne da. Man ist ein bisschen so auf der Position des Exot. Aber wenn die Halle einmal Realität würde in Saastal, ist das etwas Überlebenswichtiges für den Verein? Also ich glaube sicher schon. Es ist, aber man redet über Halle, doch, das ist sehr wichtig für uns eigentlich. Und man muss auch sagen, es kann, wenn wir das eine Halle machen, ist es einfach wichtig, dass man sieht, das ist nicht nur eine Halle für den EHC. Weil also wir haben auch andere Anliegen, die da sind. Das soll für die anderen Sportvereine sicher, dass wir die Einspa haben, die gedeckte drin haben, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube auch, genau in diesem Zusammenhang ist es toll, wo entscheidet wird, weil wir wirklich eine Halle, die nicht nur für den Hockey, aber sicher auch für den Hockey, nebenbei für zusätzliche Angebote hat, touristisch, die euch brauchen oder auch Schule oder einfach wichtig, das Vereinsleben drin ist. Weil ich glaube auch nach wie vor Grundelei geht das nicht. Das müsste toll dahinter stehen. Und wir haben jetzt Sitzungen, aber das kann in Zukunft sind, das wäre noch einmal so ein Vorprojekt gut. Ich hoffe natürlich schon, dass die Bevölkerung auch da. Es kommt natürlich immer auf die Summe drauf an, auf wie viele Millionen oder wie oder was, das ist schon entscheidend. Aber obwohl, also weitsichtig habe ich das Gefühl, braucht es ein Dach, sicher, aber eine Halle. Weitsichtig ist ein gutes Stichwort für den Trainer. In der neuen Saison, man weiss, Sitten, Düdingen, Morsch und Uni Neuenburg sind nicht mehr dabei, die sind in der neuen MySports League. Ihr habt fahren sehr eine gute Rolle gespielt. Jetzt könnte man ja sich verleiten lassen und sagen, der EAC Saastal könnte ja zusammen mit dem HC Siders der neue grosse Favorit in der ersten Liga. Ja, man kann sich da zuerst schon verleiten. Ich glaube, das ist auch eine Verleitung, die wir selber auch bezeichnen, oder? Ich meine, wir waren letztes Jahr Sechster. Die ersten vier, wie du sagst, sind weg. Da bleiben zwei übrig. Man weiss aber auch, dass Frasch Montan sicher massiv besser geworden ist. Walli de Joux, sicher eine gute Mannschaft wird, halt Genf eine gute Mannschaft wird sein. Aber ich glaube, das sind auch die Ansprüche, die wir an uns selber stellen. Also wir haben vorher gesagt, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben wahrscheinlich die Besten, die wir die letzten Jahre im Saas hatten. Wenn wir das Glück haben, dass wir nicht viele Verletzte haben, das ist immer etwas, was extrem kann ändern kann. Aber wenn wir das Glück haben und keine grossen Verletzten haben, wirklich mit dieser Mannschaft gehen können, ich glaube, dann müsste das von der Mannschaft auch das Ziel sein. Ich sage jetzt einmal, der ist schon drei. Dass man da drin ist, sicher mal nach der Quali. Und dann ist alles offen. Und ich glaube, auf das Ziel arbeiten wir auch. Also wir haben ein Team-Event gehabt, wo wir mit der Mannschaft diskutiert haben. Und
ich bin riesig stolz auf Ski. Sie sind alle im gleichen Strich und Ski sehen das auch so. Also Ski wollen effektiv, Ski sagen, das ist das Jahr, wo wir im SAS etwas erreichen können. Ja. Und wir wollen gehen, wir wollen in die ersten drei kommen und nachher schauen wir mal weiter. Aber das ist jetzt das Ziel, dass wir wirklich in die ersten drei kommen. Da braucht es jeder. Ein bisschen Glück mit den Verletzten, dass wir super Hockey spielen. Und ja, dann lassen wir uns schnell freuen, was im Weichel jetzt herabgeht. Die Abschlussfrage kehrt der Präsidentin, wenn man im Zusammenhang vom mit dem EHC Saastal redet von einer Top-3-Klassierung. Für mich klingt das sehr ungewohnt. Wie klingt das für ihn? Ungewohnt klingt, unter der ersten sechs. Ja. Und genau durch das, wo eben die Abgestiegen, also wie die rausgegangen sind in die Maisport League, ist ganz klar unter der ersten drei das Ziel. Das kann man offen sagen. Also eine Steigerung ist gut. Wenn du nächstes Mal fragst, ist sicher der erste. Nein, Spass. Aber ich glaube, was zählt die eigentlich, wenn man es jetzt so will anschauen will, der Martin hat es so gesagt, unabhängig vom Team zu uns, haben wir eigentlich das gleiche Ziel gehabt. Also, und ich finde, das ist euch. Es zählt ja euch. Wir müssen aber auch alle stimmen von Verletzungen. Als wir also vor zwei Jahren haben wir das Problem gehabt mit Verteidiger verletzt, da haben wir schon wieder ein Problem. Und ich glaube mal, also, ich freue mich immer auf die Saison. Also ihr merkt, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Präsidentin voller Freude und ein Trainer und Sportchef voller Ambitionen. Der EHC Saastal wird dann ab Ende September, wie ich eingangs schon gesagt habe, dann die ersten Resultate in der neuen Saison liefern. Danke auch für's Zuschauen.